Hi und willkommen bei Work in Progress. Dieses Mal geht's, wer hätt's gedacht, um generative Sachen, nämlich die Batch und mein Projekt vom Wikidata Workshop, ein bisschen meinen Blog und andere Kleinigkeiten. Mach's gut, viel Spaß! Letztes Mal hatte ich euch ja schon von meinen generativen Batches erzählt, die ich für den Wikidata Workshop bei uns im Verschwörhaus vorbereitet habe. Und ja, am Code habe ich jetzt tatsächlich nichts mehr geändert. Ich habe die so gelassen. Die Batches sind sowieso eher so auf die letzte Sekunde fertig geworden. Das heißt, ich habe dann vor Ort mir noch ein kleines Node.js-Skript geschrieben, mit dem ich dann automatisiert die Ergebnisse aus der Umfrage, die jeder beantworten musste, verwandeln kann in eine Batch. Das heißt, ich habe eine CSV, Comma-Separated Value-Datei, in der praktisch alles drinsteht. Ich lese die aus und für jeden Eintrag schmeiße ich die Ausgaben in diese Generierfunktion. Es fällt eine Batch raus, die dann noch auf A4 gesetzt und ausgedruckt und ausgeschnitten. Dann kommen die noch in so kleine Klarsichthüllen rein und an ein Lanyard dran. Dann kann die sich praktisch jeder einfach um den Hals hängen, hat den Namen drauf und eben noch so ein bisschen zusätzliche Info zum Kennenlernen. Ein paar Leute hatten die Umfrage nicht ausgefüllt, dazu kann man die Leute ja nicht zwingen natürlich. Die sind dann aber tatsächlich alle noch zu mir gekommen und haben sich eine machen lassen, was ich sehr nett fand. Ich meine, die Alternative wäre natürlich gewesen, man klebt sich selber irgendwo ein Kreppband an den Pulli, aber da wollte dann doch jeder eine haben. Und im Schnitt, würde ich sagen, sind sie ganz gut angekommen. Ich hatte auch Kritikpunkte, die ich zum Teil sehr gut verstehen kann. Ein Kritikpunkt war, und das ist, glaube ich, der wichtigste, für Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche war das vermutlich eher schwierig zu lesen, weil manche Informationen eben über die Farbe kodiert war und nicht zusätzlich über die Form. Da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht und das ärgert mich im Nachhinein ein bisschen, dass ich nicht dran gedacht habe. Ich meine, gut, jetzt bei 40 Teilnehmern und ich glaube, keiner hatte eine Rot-Grün-Schwäche, ist es nicht tragisch, aber an sich ist das was, auf was man einfach achten sollte und worauf ich eigentlich sonst auch öfter achte. Aber da habe ich einfach echt nicht dran gedacht. Also das war ein super guter Hinweis. Das heißt, dass mein Learning daraus ist wirklich immer drauf zu gucken, dass man alles eben nicht nur über Farbe kodiert, sondern immer auch zusätzlich irgendwie über die Form. Andere haben sich noch geärgert, dass man bei manchen Fragen mehrere Antworten ankreuzen konnte und bei manchen nicht. Das war aber tatsächlich sehr begründet so, damit man sich, das Ärgern hatte ich gerne, weil das ist ja dann das Nette am Conversation Starter, dass man sich für etwas entscheiden muss und so mit Stellung bezieht. Und ich meine, das waren ja Fragen wie, trinke ich am liebsten Tee oder Kaffee? Ist jetzt also nichts, wo man jetzt irgendwie stundenlang darüber politische Diskussionen hält, sondern es ist einfach nette Conversation Starter. Und die haben auch gut funktioniert. Zumindest habe ich auch mal eine Gruppe Teilnehmer getroffen, die dann mit ihren Badges vor einem Aushang stand. Ich habe noch so 6-7 A4 Seiten ausgedruckt und aufgehängt, wie man die liest. Und dann standen irgendwie einmal 5 Leute davor mit ihren Badges und haben das daneben gehalten und haben das halt versucht, ihr eigenes auszulesen, dann das mit den anderen verglichen. Und ich glaube, die sind sehr schnell und nett in ein Gespräch gekommen. Also für mich, würde ich sagen, hat sich rentiert. War ein nettes Projekt, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die überwiegende Mehrheit die auch ganz schön fand. So, jetzt war ich ja nicht nur in der Organisation oder an der Batch-Produktion beteiligt an dem Wochenende, sondern ich war natürlich auch Teilnehmer. Und wie funktioniert so ein Wikidata-Wochenende? So ein bisschen wie Jugendhackt, das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Das sind so diese Arten wie Hackathons. Oft funktionieren, das funktionieren sicher nicht alle so, aber man reist eben an. In unserem Fall ist das dann so Freitagnachmittag, da gibt es nochmal so Möglichkeit, sich ein bisschen kennenzulernen, es gibt was zu essen, es gibt ganz kurze Input-Vorträge. Wir haben das extra sehr zurückhaltend gemacht, damit man halt nicht gleich mit Informationen zugeballert wird. Und vor allem mit Informationen, die manche vielleicht einfach gar nicht mehr brauchen, weil sie schon super erfahren sind. Genau, also kurze Input, Abendessen und dann gibt es praktisch am Samstag gab es auch nochmal kleine Vorträge, ich glaube 4 Stück sogar, zu diversen Themen, eben für Einsteiger, für Fortgeschrittene. Wer wollte, konnte sich das anhören, man musste nicht. Und ansonsten finden sich kleine Gruppen. Die haben am Freitag, war das glaube ich, oder Samstag früh, weiß ich nicht mehr genau, kurz vorgestellt, an was sie arbeiten möchten. Das heißt, wenn man gar keine Idee hatte, könnte man gucken, ob man sich so einer Gruppe anschließen möchte und ja, ansonsten halt an seiner eigenen Idee arbeiten. Das heißt, man sitzt so in kleinen Grüppchen zusammen, quatscht da gemütlich, trinkt koffeinhaltige Getränke und bastelt an seinem Projekt.
Und ursprünglich war mein Plan, die Touri-Tafel, den Touri-Tafel-Bot von mir weiter zu bauen. Der basiert ja auch zum Großteil auf Daten, die er sich aus Wikidata holt. Aber mein Kumpel Sebastian oder Online Blinri hatte eine super gute Idee. Und in der Idee kommt Generator vor und dann bin ich natürlich nicht mehr zu bremsen. Wir haben also einen Quartett-Generator gebaut. Der Generator ist jetzt auch online unter cardgame.morr.cc, aber kein Problem, ich verlinke das auch unter dem Video. Einfach da schnell nachschauen. Und das funktioniert folgendermaßen. Man gibt ein Q-Item ein, das ist hier... Hier ist ein Beispiel und hängt das, also man, okay, wir haben momentan kein Input-Feld, sondern man hängt das als Get-Parameter an die URL an. Und ein Q-Item bei Wikipedia beschreibt immer entweder eine Klasse oder ein Objekt. In dem Fall ist es die Klasse der Elemente. Und wir holen uns dann praktisch Untereinträge davon raus und generieren damit die Karten. Das heißt, alles, was ihr seht, steckt in Wikidata. Die ganzen Bilder, die ganzen Einträge. Und ein Kartenspiel hat ja normalerweise 32 Karten, deswegen sollten auch hoffentlich 32 Karten rauskommen, je nachdem, was man eingibt. Funktioniert das natürlich mal besser oder schlechter. Wir haben ein paar sehr schöne Beispiele rausgesucht. Nett ist zum Beispiel auch Hackerspaces. Und da sieht man dann gleich, dass die meisten Hackerspaces keine Bilder haben. Das Beispiel aus hat zum Beispiel eins. Aber die Unhackbar... aus Una, die hat leider kein Bild. Also wäre es jetzt praktisch nett, oder ja, es wäre jetzt schön, wenn jemand ein Bild eintragen würde. Deswegen, wenn man die Webseite aufruft, gibt es auch direkt einen Link. Kann jetzt hier auf die Karte klicken und kommen direkt zu dem Wikidata-Item und kann hier die Sachen nachtragen. Und die Query, also das Abfrage-Statement für Wikidata hierfür, das ist nicht einfach gewesen und es funktioniert auch immer nicht so ultra perfekt, aber es ist deutlich besser geworden. Und nachdem das ein Kartenspiel ist, sollen die natürlich auch gedruckt werden. Das heißt, ich kann hier aus dem Browser einfach ganz normal den Druckauftrag öffnen. Und wir haben ein eigenes Stylesheet dafür angelegt, dass die beim Drucken ordentlich rauskommen. Dann gehen halt die ganze Schatten weg und sowas. Genau, damit die einen schönen Rand haben. Und das sollte dann auch eigentlich hoffentlich aus dem Schneidplotter gut ausschneidbar sein. Ich habe es noch nicht probiert, das ist aber mein Plan für den nächsten Maker Monday, da mal welche auszudrucken und auszukatten. Ja, genau. Und ich finde, es hat super funktioniert, dafür, dass wir praktisch nur einen oder eineinhalb Tage dran gebaut haben. Super gut. Genau, der Code, ganz wichtig. Code ist natürlich auf GitHub. Und wir haben, oder eher Sebastian, hat ganz viele Issues angelegt, wo wir festgestellt haben, dass was noch nicht so toll funktioniert oder andere mittlerweile auch schon Sachen festgestellt haben. Deswegen guckt gerne rein, wenn ihr Bock habt, was dran zu basteln. Guckt euch gerne die Issues an. Wir freuen uns da sehr auf Unterstützung. Eins können wir ja zum Beispiel mal noch generieren, das hier über Computermodelle, Retrocomputer, auch sehr schön. Da sind nämlich auch viele Fotos da. Sehr nett. Was halt schade ist, wenn zum Beispiel sehr unterschiedlich, das sieht man hier ganz gut, wenn sehr unterschiedliche Sachen eingetragen sind, dann gibt's halt viele Karten, wo die Einträge leer sind. Das müsste man dann halt alles nachtragen. Also wie gesagt, bei manchen Sachen funktioniert es besser, bei manchen schlechter. Und ja, viel Spaß beim Kartenspielen und Sachen eintragen. Und zum Schluss von so einer Veranstaltung werden dann natürlich wie immer alle Projekte vorgestellt. Das heißt, wir haben das live gestreamt. Vielleicht habt ihr das ja sogar gesehen. Oder ansonsten wurde das auch aufgezeichnet. Ich kann gerne das wieder mal verlinken. Schaut das gerne an. Genau, und so haben wir dann Sebastian und wir auch zum Schluss unseren Kartenspielgenerator vorgestellt. Der ist übrigens danach auch nochmal ein bisschen durch die Wikidata-Twitter-Bubble gewandert, was sehr nett war. Da kamen auch noch sehr schöne Vorschläge, was man noch ändern könnte oder was man verbessern könnte. Im Großen und Ganzen, also mal wieder ein super angenehmes Wochenende. Macht immer sehr viel Spaß, wenn man sich auch einfach mal so in Ruhe Zeit nehmen kann und sich um nichts kümmern muss, weil es gibt halt natürlich Essen wird angeliefert und es sind nette Leute da und man kann sich einfach mal auf so ein Projekt konzentrieren. Das ist immer so ein kleines, wie nennt man das? So ein Insel-Event praktisch. Ja, wenn man sich eben sonst um nichts kümmern muss und einfach mal, ja, Sachen, ein Projekt verfolgen kann, was richtig Spaß macht. Übrigens, kleinen Fund, den ich kürzlich gemacht habe auf Hacker Day, so eine Seite, die sammelt ja Hardware, hauptsächlich Hardware-Bastelprojekte, gab es einen Beitrag über, ich glaube, er heißt Kevin, ich weiß nicht, bin ich ganz sicher, wie man spricht,
Savitz, ich weiß es nicht, über Kevin, sagen wir über Kevin. Der hat nämlich für alte Ataris einen SVG-Renderer geschrieben, was ein super nettes Projekt ist. Und er hat, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, SVGs von Overflower, von meinem Blumengenerator, eingeladen. Das hat einfach ganze 45 Minuten gedauert, bis das SVG zum Schluss auf dem Bildschirm gerendert wird. Super nett, hat mich gefreut. So bin ich praktisch einmal heimlich auf Hacker Day aufgetaucht. Jupp, und wie immer zum Schluss können wir nochmal kurz schauen, was sich am Blog getan hat. Es sind, ja, wie immer so Kleinigkeiten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber ich finde, es wird besser. Und jetzt kommen auch die Sachen, die mir mehr Spaß machen. Ich habe nämlich zum Beispiel jetzt die ganzen alten Beiträge übertragen. Und das ist so das Langweiligste, was man machen kann, weil das viel fummelige Handarbeit war. Und zum Automatisieren hat sich's halt eigentlich auch nicht gelohnt, weil dafür war es dann wieder zu wenig zum Übertragen. Naja, deswegen so stupides Rumkopiere ist jetzt nicht so das, was ich gerne mache. Genau, das haben wir jetzt aber, das habe ich jetzt hinter mir. So, jetzt sind die Einträge alle da. Und genau, wir können ja einfach mal reinschauen. Hier ist zum Beispiel die Making-Kategorie mit dem Light-Up-Projekt. Ihr seht schon, das sind zum Teil noch falsche Bilder verlinkt. Ich muss nochmal rübergehen, das nochmal ganz säubern. Aber die YouTube-Videos werden jetzt korrekt eingebunden. Ich mache das über diese No-Cookies-Geschichte, weil ich möchte eigentlich mir das ersparen, diesen Cookie-Banner anzuzeigen. Den finde ich ultra nervig. Genau, Text ist da. Download funktioniert auch. Der linkt jetzt auf die GitHub-Seite, wo er hinlinken soll. Und das sind jetzt praktisch Shortcodes, das heißt, in meinem Markdown mache ich dann so eckige Klammern, Download, eckige Klammern zu, also Link und dann Download mit Slash in der eckigen Klammer, ihr wisst schon, Shortcodes halt. Genau, das heißt, ich kann mir damit so vordefinierte Blöcke in meinen Text setzen. Und was dann eben noch viel spannender ist, ist das bei den Coding-Tutorials. Da können wir vielleicht mal eins aufmachen, wo vermutlich mehr drin steckt. Zum Beispiel so eins ganz hier hinten. Binärbäume müsste, glaube ich, auch so eins sein. Genau, das heißt, YouTube-Video steckt drin. Genau, und dann gibt es jetzt hier diese einzelnen Panels mit einem noch extrem hässlichen Button für Lösung. Und ich kann das dann aufklicken und das erscheint auch. Und da habe ich was Witziges festgestellt. Ich mache ja für diese Farbrotation ein CSS-Argument, das heißt Filter, also eine Operation, die heißt Filter. Und die wendet sich auch auf YouTube-Videos an. Das ist, hier sieht man es schon normalerweise. Roter Button. Hier grüner Button. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Das ist so witzig. Jetzt ist das ganze Video farbverschoben. Guck dir das an. Das ist so cool. Ich muss es wieder wegmachen. Oder ich lasse es drin. Ich weiß es noch nicht. Ich finde es mega witzig. Ich weiß auch nicht, warum man das wollte. Also warum? Ja, keine Ahnung. Das ist ultra witzig. Ich wollte schon immer ein grünes YouTuber. Ja, okay. Genau. Aber so viel dazu, das funktioniert. Also ich kann hier mehrere Sachen machen und zum Teil auch ineinander verschachtelt. So wie ich das brauche. Genau. So, was es auch noch gibt, habt ihr vielleicht schon entdeckt. Das glitscht auch noch ganz schlimm. Aber unter dem Stift wird jetzt der neueste Comic immer angezeigt. Das war Sinn der Sache, dass der auf der Hauptseite gleich ist. Der Stift sollte halt nur nicht beim Hovern hier witzige Dinge tun. Und es gibt, genau, bei den Schnipseln sitzen die jetzt halt auch in einer bunten Box. Das war der Plan, weil in den Schnipseln zeichne ich halt auch mit Weiß drüber. Deswegen ist es schön, es farbig hinterlegt zu haben. Da kommen die viel besser raus. Genau, hier oben gibt es jetzt auch noch schön Header. Und diese Preview und Next Links, die sollen halt auch noch Bilder werden und kein komischer Text. Genau, und wenn wir nochmal, das habt ihr jetzt schon gesehen, aber wenn wir nochmal in diese Übersicht gehen, das ist das Letzte, an dem ich gebaut habe. Die Bilder, die sollen so ein bisschen aussehen wie alte Sofortbildfotos, also mit so einer weißen Leiste unten dran, die man dann beschriften kann. Genau, das ist die Idee. Das passt natürlich irgendwie vom Seitenverhältnis nicht. Ich weiß nämlich, wie sehr mich das stört, aber es soll ja auch irgendwie responsive sein und lieber sieht man halt ein bisschen mehr vom Foto. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Die Optik hat es trotzdem immer noch. Also was man halt auch sieht hier, der Text ist noch zu weit unten. Ich glaube, ich rotiere die noch viel zu krass. Ich meine, gut, der Font ist eh noch total kaputt. Hier ist der Font erst gar nicht handschriftlich. Also ihr seht schon, es gibt noch 3000 Sachen, die man noch machen muss. Aber es wird besser. Ja, so viel von mir. Ich hoffe, ihr hattet auch drei sogar sehr schöne produktive Wochen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.